Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie, wenn man das überhaupt jetzt pauschal sagen kann? Bevor wir zu einer Behandlung eines Problems kommen, müssen wir eigentlich doch wieder einmal noch uns mit der Diagnostik beschäftigen. Wir haben jetzt zwar das klinische Bild ungefähr erfasst, aber dann müssen wir trotzdem erst einmal sicherstellen, dass der Eindruck, den wir in dem Moment gewonnen haben, zutrifft. Das heißt, auch hier wieder wird zunächst einmal eine klassische Lahmheitsuntersuchung durchgeführt werden. Die Zangenprobe kann manchmal positiv sein bei Druck auf den Strahl. An der Stelle ist aber häufig nicht positiv. Typischerweise würde eine Leitungsanästhesie, die der Tierarzt dann kurz über den Huf setzt, im Bereich der Fesselbeuge, aber ganz kurz über den Huf, die Lahmheit zum Verschwinden bringen. Unter Umständen, wenn eben beidseits eine Erkrankung da ist, kann sich dann die Lahmheit auf der anderen Seite zeigen, weil die eine ist dann schmerzfrei, die andere tut immer noch weh, also zeigt das Pferd dann die Lahmheit auf der anderen Seite. Man spricht vom Umspringen der Lahmheit. Wenn man auf der anderen Seite die identische Anästhesie setzt, kann es dann sein, dass dieses Pferd ganz schön freie Gänge wieder zeigt und eben ohne Lahmheit geht. Das wäre so ein Klassiker bei diesem Problem. Wenn wir dann genauer wissen wollen, welche Struktur von diesen vielen eigentlich erkrankt ist, würden wir typischerweise als erstes wiederum die Röntgenuntersuchung vornehmen, um zu identifizieren, ob zum Beispiel hier schwere wahrnehmbare Veränderungen im Bereich des Strahlbeins selbst vorliegen. Wenn das der Fall ist, dann ist die Diagnose in dem Moment soweit klar. Aber es kommt auch vor, dass eben mit identischer klinischer Situation, also mit der Anästhesie, die hier die Lahmheit ausschaltet, keine solche Veränderung verbunden ist. Dann fragen wir uns wieder, ja, welche Struktur ist denn nun eigentlich erkrankt? Dann kommt die Ultraschalluntersuchung ins Spiel, mit der man gewisse Teile, zum Beispiel des Bandapparates, untersuchen kann. Wenn man hier Veränderungen findet, dann sind diese dann in diesem Moment auch diagnostisch. Unter Umständen kann man versuchen, durch eine Anästhesie natürlich des Hufgelenkes auszuschließen, dass es eine Hufgelenkerkrankung ist und dass es wirklich im hinteren Bereich des Hufes ein Problem gibt. Unter Umständen wird man die Bursa podotrochlearis auch betäuben wollen, um zu sehen, ob das Problem vielleicht dort liegt. Es kann sein, dass all diese Untersuchungsmethoden nicht fruchten. Dann kommen wir wieder zu den noch etwas aufwendigeren und etwas höher technisierten Methoden. Da spielt, wie für andere Probleme auch, die Szintigraphie eine Rolle, indem sie in der Lage ist, zum Beispiel auch eine Erkrankung des Strahlbeines, selbst wenn die radiologisch sichtbaren Veränderungen noch nicht bedeutend sind, darzustellen. Oder beispielsweise Probleme im Bereich der Anheftungsstelle der Tiefenbeugesehne am Hufbein zu identifizieren. Und letzten Endes wird heutzutage aber immer öfter auch die Magnetresonanztomographie hier als Untersuchungsmethode eingesetzt. Das ist eben geschuldet, dass wir mit anderen Methoden die Weichteile darstellen, und dafür ist natürlich die MRT-Untersuchung auch sehr, sehr gut geeignet, in diesen Hufbereich schlecht eindringen können. Ultraschall wäre sehr, sehr gut, aber wir haben diese Hufkapsel und anatomisch recht schwierige Verhältnisse, um mit einer Ultraschallsonde wirklich dort zum Erfolg zu kommen. Und es gibt heutzutage den Vorteil, dass es Einrichtungen gibt, und wir gehören bald auch dazu, die über solche Tomographen verfügen, bei denen die Pferde nicht anästhesiert, also narkotisiert werden müssen, sondern bei denen die Pferde im stehend sedierten Zustand untersucht werden können.
Und das bietet natürlich die Chance, eben mit einem geringen Risiko, also Narkoserisiko existiert dann nicht, eine sehr, sehr gute Darstellung all der Strukturen zu bekommen, die im Bereich des Hufes und der unteren Gliesmaßenabschnitte liegen. Und dann sehen wir immer öfter eben aufgrund dieser verbesserten diagnostischen Möglichkeiten nicht dieses Hufrollenproblem, sondern wir identifizieren ein Problem in der tiefen Beugesehne oder in einem der Bänder des Strahlbeines oder in der Ursa Protodocheatis oder auch im Strahlbein selbst. Also können viel besser als früher relativ genau dann doch sagen, welche Struktur tatsächlich erkrankt ist, sodass sich dieses Syndrom unter Umständen etwas auflöst. Mhm. Weil aber natürlich nicht überall und nicht für alle Pferde jederzeit diese Diagnostik zur Verfügung ist, sind wir auch auf Weiteres natürlich mit diesem Begriff des Hufrollensyndroms befasst. Herr Professor Brehm, wenn denn die Möglichkeit besteht, ein MRT greifbar ist, ist das dann das Mittel der Wahl, prima MRT und das war's? Schön wär's, würde ich sagen. Wäre toll, wenn man so Diagnosemaschinen hätte. Pferd rein, Diagnose raus. Wunderbar. Gibt es aber nicht. Und ist auch nicht absehbar, dass es das gibt. Nein, der klassische klinische Weg einer sorgfältigen Untersuchung, die natürlich eine sorgfältige Anamneseerhebung und dann eben entsprechend klinische Untersuchung, weiterführende klinische Untersuchung, beispielsweise mit diagnostischen Anästhesien und all die Maßnahmen einschließt, die wir eben tatsächlich klinisch durch Beobachtung, durch Betasten etc. etc. Durchführen können. Ohne diese Untersuchung sollte eigentlich so eine Technik nicht einfach angewandt werden. Man wird ja irgendwelche Befunde erheben. Das heißt also schön nicht, wenn der Arzt bei uns keine Krankheit findet, dann hat er nicht genug untersucht. Und das ist bei den Pferden genau gleich wie bei uns. Also das ist nicht der Weg. Wenn wir natürlich andererseits diese Untersuchung so weit getrieben haben, dass wir sagen können, das Problem liegt jetzt in einer Region wie dem Huf, die sonst immer recht schwer zugänglich ist. Wir können schöne Knochendarstellungen machen mit dem Röntgen, aber wir können mit dem Ultraschallgerät in dieser Gegend die Weichteilgewebe nicht so gut darstellen. Dann hat diese weiterführende Technologie natürlich ihre Berechtigung und kann uns eben auf eine präzise Diagnosestellung hinführen. Wir müssen dann also nicht mehr einfach ein Syndrom ansprechen, sondern können ganz spezifisch sagen, hier ist eine Banderkrankung vorhanden. Und die hat ja vielleicht auch tatsächlich eine ganz andere Prognose für das Weitere als etwa eine Erkrankung jetzt beispielsweise des Knochens, des Strahlbeines hätte. Also es ist natürlich wertvoll, hier eine möglichst präzise Diagnose zu bekommen. Darf ich nochmal die Behandlung ansprechen? Jawohl. Genau, dann kommen wir wieder zu einem Thema, das genauso vielfältig natürlich ist wie die möglichen Erkrankungen. Wenn wir ein Bandproblem identifizieren, dann werden wir nicht an Hufrolle denken, sondern an, wie kann ich denn eine Banderkrankung behandeln. Also wird man beispielsweise mit klassischen konservativen Maßnahmen arbeiten, mit Ruhe, kontrollierte Bewegung etc., unterstützt durch Stoßwellenapplikationen beispielsweise. Wenn wir ein Problem am Strahlbein selber, am Knochen selbst identifizieren, kommt es ein bisschen darauf an, wie schwerwiegend das aussieht. Aber dann gibt es gegebenenfalls die Möglichkeit mit medikamentellen Behandlungsmaßnahmen, beispielsweise mit der Infusion von Titotronat, hier eine Veränderung, eine Verbesserung zu erreichen. Und wenn wir der Meinung sind, dass die Pursa protodochlearis gereizt ist, also eine Synovitis zum Beispiel dort besteht, dann ist es gegebenenfalls das Beste, genau dort hinein ein Medikament zu applizieren. Hyaluronsäure beispielsweise oder auch ein Corticoid in Verbindung damit.
wenn wir schließlich und endlich sehen, dass das vielleicht das Hufgelenk eigentlich gereizt und erkrankt ist, dann kann es sein, dass wir dort eine Injektionsbehandlung hineingeben oder je nachdem auch beispielsweise das Hufgelenk einmal spülen, um die Entzündungsprodukte herauszubekommen. Also Sie sehen, es ist nicht so einfach zu sagen, Hufrollenerkrankung wird so behandelt. Es ist schon sehr, sehr abhängig natürlich von, wo liegt eigentlich das Problem. Letzten Endes gibt es natürlich für manche Erkrankungen keine erfolgversprechende ursächliche Therapie. Wenn beispielsweise das Strahlbein selbst, der Knochen, schwer erkrankt ist, dann werden wir nicht hoffen können, dass wir hier in jedem Fall eine Besserung durch eben entsprechende medikamentelle Maßnahmen erreichen können. Auch dort gibt es chirurgische Methoden, die man versucht hat, beispielsweise Strahlbeinzysten dann unter arthroskopischer Kontrolle anzubohren. Auch das gibt in manchen Fällen eine Besserung. Es geht aber bis dahin, dass man eben nicht in der Lage ist, die Schmerzhaftigkeit in diesem Bereich zu kurieren. Vielleicht hätte ich jetzt aber bei anderen Maßnahmen noch anfangen müssen. Wenn wir eine Erkrankung haben, die das Strahlbein und die tiefe Beugesehne betreffen, dann kann es sehr sinnvoll sein, zunächst einmal auch orthopädisch zu arbeiten natürlich, den Huf hinten im Bereich der Trachten hochzustellen, damit die tiefe Beugesehne entlastet wird und damit hier eine Erkrankung sich geben kann, beruhigen kann. Mit der Zeit wird man versuchen, wieder auf eine normale Position des Hufes natürlich hinzuarbeiten. Also wenn ich noch ein bisschen nachdenke, dann kommen mir noch mehr Maßnahmen in den Kopf. Es geht aber eben auch bis dorthin, wie gesagt, wo man tatsächlich bei allen Bemühungen nicht zum Erfolg kommt, ein Pferd, das keine Schmerzen und damit keine Lahmheit hat, zu erreichen. Und gegebenenfalls bleibt als ein letzter Ausweg dann tatsächlich den Huf zu desensibilisieren, indem man die Nervenbahnen durchtrennt, die sogenannte Neurektomie oder den Nervenschnitt durchzuführen. Das ist aber so die allerletzte Maßnahme, die man eigentlich irgendwann mal ergreifen würde. Das ist sicher nicht eine bevorzugte Maßnahme. Nach einer Neurektomie ist das Pferd nicht mehr rein. In vielen Fällen schon. Wenn es dadurch gelingt, eben den entsprechenden Schmerz auszuschalten, weil er eben nicht mehr wahrgenommen wird, kann es sein, dass das Pferd in diesem Moment auch wieder ordentlich und ohne Lahmheit gehen kann. Es gibt Pferde, die mit dieser Situation sehr lange Jahre zurechtkommen. Es ist keine Maßnahme, die man ergreifen sollte, wenn zum Beispiel die tiefe Beugesehne stark in Mitleidenschaft gezogen ist, weil das Pferd dann natürlich auch die Belastung wieder aufnehmen wird, wieder die Beugesehne voll belasten wird. Und dadurch kann es dann bei entsprechenden Vorschäden auch zu einer Ruptur der tiefen Beugesehne kommen. Kann ganz plötzlich tatsächlich dann reißen. In diesem Moment gibt es keine Möglichkeiten mehr, weiterzuhelfen. Also das ist auch abhängig dann eben von der konkreten Situation, ob das eine wirklich gute Option ist. Abgesehen davon, dass man natürlich auch sich mit dieser Maßnahme anfreunden können muss. Man wird gewisse Probleme nachher haben, die heißen, einen Sohlenabszess nicht mehr gleich erkennen zu können, weil das Pferd auch dort den Schmerz nicht mehr verspürt. Also es kann sein, dass man plötzlich ein dickes Bein hat, ohne dass man vorher gewarnt worden ist durch eine Lahmheit. Das muss man wissen. Aber unter diesen Bedingungen, unter Umständen, kann das auch eine Lösung sein. Am Ende. Aber am Ende und eigentlich ungern so. Ungern und ganz am Ende. Und selbstverständlich nicht bei Pferden, die als Sportpferde noch genutzt werden sollen. Denn hier ist diese Maßnahme einfach verboten. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und vielleicht wird auch noch mal ein Video kommen. Sehr gerne.